Ich glaube, man muss einfach am letzten Endes neugierig sein und offen sein für die Veränderung. Wir dürfen nicht zunächst die schwierigen Fragen stellen, sondern erstmal die, was können wir tun, um es zu ermöglichen. Und dann müssen wir natürlich auch als Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, dass es sozialverträglich und auch für alle akzeptabel funktioniert. Aber zunächst erstmal Offenheit und Neugierde.